Hallo zusammen. Im heutigen Video möchte ich mit euch die Grundkompetenz WS 1.4 besprechen, bei der es um die Eigenschaften einiger statistischer Kennzahlen geht. Um euch das Ganze etwas näher zu bringen, habe ich mehrere Beispiele von der Seite des Ministeriums ausgesucht. Zuerst die 1.140, bei der es um die Eigenschaften des arithmetischen Mittels geht. Man sieht, dass hier zwei der Antworten korrekt sind. Gehen wir das im Detail durch. Das arithmetische Mittel teilt die geordnete Liste der Messwerte immer in eine untere und eine obere Teilliste mit jeweils gleich vielen Messwerten. Das ist leider nicht korrekt. Diese statistische Größe gibt es schon, das ist aber nicht das arithmetische Mittel, sondern der sogenannte Median. Also falsch. Das arithmetische Mittel kann durch Ausreißer stark beeinflusst werden. Das stimmt. Hat man wenige Werte und bringt einen riesengroßen weiteren Wert hinzu, wird das arithmetische Mittel sicher stark beeinflussen, also korrekt. Das arithmetische Mittel kann für alle Arten von Daten sinnvoll berechnet werden. Das stimmt leider nicht. Nimmt man sogenannte qualitative Größen her, wie Farbe, Lieblingsspeise oder was auch immer, lässt sich nur schwer ein arithmetisches Mittel berechnen, das hier was sinnvoll ergibt. Also leider nein. Das arithmetische Mittel ist immer gleich einem der Messwerte. Das sollte man wissen, dass das nicht so ist. Denkt zum Beispiel an den Notendurchschnitt. Multipliziert man das arithmetische Mittel mit der Anzahl der Messwerte, so erhält man immer die Summe der Werte. Ja, das ist korrekt. Man muss nur die Formel umformen, wie man das arithmetische Mittel berechnet, und sieht, dass das dann die Summe ist. Einfach mit der Anzahl multiplizieren. Okay, kommen wir zum nächsten Beispiel. Hierfür habe ich die 1.705 gewählt. Wer noch die ganze Angabe durchlesen will, soll einfach jetzt im Moment Pause drücken. Hier geht es um die Gefahrenstufe bei Lawinen und man soll zeigen, dass der Median in der Gefahrenstufe 2 liegen muss. Das kann man durch einen Satz oder durch ein Beispiel. Ich habe das hier grafisch gemacht. Ich habe diese Linie eingezogen, die die ganze Grafik in der Hälfte teilt. Das heißt, 50% sind unterhalb und man sieht, dass hier, ich habe es ja dargestellt, der Median immer noch in der Gefahrenstufe 2 liegt. Der Median ist ja so definiert, dass 50% drunter und 50% drüber liegen. Also habe ich es gezeigt. Kommen wir zum nächsten Beispiel. Hierfür habe ich die 1.777 gewählt. Hier ist eine Liste von 40 Werten, die der Größe nach geordnet sind. Und man soll diejenige Zahl, also eine, ankreuzen, die man hinzufügen kann, sodass sich der Median nicht ändert. Und zwar sicher nicht ändert. Bei 40 Werten habe ich mir überlegt, was ist denn der Median überhaupt? Und das sind bei einer geraden Anzahl, das arithmetische Mittel aus den mittlersten beiden Werten, also aus x20 und aus x21. Man sieht, dass an der dritten Position dies genau so steht. Immer überlegen, ist es eine gerade Anzahl an Werten, ist es eine ungerade Anzahl an Werten? Bei einer geraden muss man eben das arithmetische Mittel der mittlersten beiden wählen, wie hier. Wäre es eine ungerade Anzahl, wäre es eine Zahl aus der Liste oder sicher eine Zahl aus der Liste. Das kann ja hier auch der Fall sein, wenn x20 und x21 gleich wären. Und unter der und über der wären genau gleich viele Werte. Ich habe hier eben x20 und x21 zusammengezählt und halbiert und stelle fest, das kommt Gott sei Dank hier vor. Also das dritte ist korrekt. Kommen wir zum nächsten Beispiel, das ich mir ausgesucht habe. Hier geht es wiederum um eine Liste mit n Werten und das arithmetische Mittel dieser Liste ist a. Jetzt werden zwei weitere Werte hinzugefügt und man soll eine Formel angeben, die gilt, damit das arithmetische Mittel immer noch a bleibt. Mir ist klar, dass die beiden Werte, die dazukommen, ebenfalls das arithmetische Mittel a haben müssen, damit das insgesamt a bleibt. Und haben wir einfach überlegt, wie rechnet man das aus? Das ist ja xn plus 1 plus xn plus 2 halbe. Und das Ganze muss eben wieder a geben. Somit habe ich die gewünschte Formel angeschrieben und bin mit dieser Aufgabe fertig. Ich hoffe, ich konnte euch etwas helfen mit diesen vier Aufgaben. Danke für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch viel Glück bei eurer bevorstehenden Reifeprüfung. Auf Wiedersehen!